So, und gleich die nächste Folge, wieder Risen 3 hier auf Kalador. Wir versuchen noch was Gold und Diamanten, das schmückt eine Frau. Ja, bla bla. Wir versuchen noch was über den guten Alviro rauszufinden, wo der denn abgeblieben sein könnte. Dann fragen wir mal den Wirten. Ah, Kundschaft! Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. Nein, ich bin auf der Durchreise. Sehr gut. Habe ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Wie wäre es mit einem Sack voll Gold? Den hätte ja wohl jeder gern. Aber ein Schluck von meinem Fusel ist fast genauso viel wert. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Mach ich mal. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima, verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Vermutlich. Erzähl mir was über die Ruinen. Tja, die stehen schon ewig hier. Und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos. Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob hier dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Vermutlich nicht. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Was kannst du? Bring mir etwas bei. Wenn das Gold stimmt, gerne. Schnaps brennen und trinken, okay. Nichts, was ich brauchen würde. Ja. Wer magst du sein? Mick. Tach, sag mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Hier will wohl jeder was zu trinken von mir. Ist es ein Wunder? Hat ja auch kaum einer Kohle. Also kriege ich jetzt meinen Fusel oder nicht? Ein andermal vielleicht. Ich habe gerade nichts bei mir. Den Spruch kannst du dir kneifen. Kommst ja doch nicht mit einer Buddel angeschissen, kennt man ja. Wenn dir die Goldstücke nicht aus der Tasche purzeln, guckt man dich mit dem Arsch nicht an. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Der träumt sich vielleicht einen Mist zusammen. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Freu ich mich auch. Typen aufs Maul zu hauen, kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen.
Ja, okay. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Ach, und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Na gut, dann zeig's ihnen mal. Power to the people. Yeah. Pilz. Stoßklinge. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Raus her! Ja, sorry. Mach, dass du wegkommst! Ja, schon gut, wie sich alle mit ihren gezogenen Waffen anstürmen. Nur weil ich den anreden wollte, konnte ich es nur wagen. Wenn ich da rausgehe, werden sie auch ziemlich rabiat. Die Sonne geht wieder auf. Sehr gut. Das heißt, wir sehen wieder was. Hey! Hey, wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Ja, will ich eigentlich. Ja, ich will bei euch mitmachen. Dann bist du auch den grünen Feuern gefolgt. Wir alle haben den Ruf gespürt. Aber das reicht nicht. Der Druide wird dir zeigen, was notwendig ist. Wenn du mir zeigen willst, was du drauf hast, dann komm mit auf Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Ja, von mir aus. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Okay. So, ja, es zählt jetzt also nicht mehr zur Nacht. Es ist schon zu hell. Würde mich aber echt mal schwer interessieren, wo diese Mine sein soll. Vermutlich irgendwo da oben. Würde ich jetzt mal annehmen. Rappen. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Schade um das gute Opferfleisch. Cool. Wir nehmen uns das Fleisch schon. Dem zertrümmer ich den Schädel. Aus deiner Haut mache ich mich. Langsam mache ich richtig Schaden. Das macht schon richtig Laune. Du. Eine Mine, wo soll da die Mine? Ich
Jo. Ja, ich weiß, dass mir mein Questmarker da unten zeigt, zwar nach unten, aber das ist die Taverne, die er mir da anzeigt. Und in der Taverne kann ich nichts mehr über ihn erfahren. Shoppen. So. Da sind noch ein paar Vögel. Oh Gott, Termiten. Ich hasse die Viecher. Aua, aua. Du hast einen am Boden liegenden Riesenvogel nicht getroffen. Was soll das? Boah, ey. Nervt's halt mal nicht so rum. So, was haben wir da? Kobolde? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Gut so! Hätten wir das auch? Die bösen Kobolde. Was ist hier los? Schaut alles ziemlich verwüstet aus hier. Truthahn. Ein Stiefel. Merade. Mann, wenn deine Hütte so aussieht, hattest du die falschen Gäste auf der Liste. Toll. Genau das wollte ich so nicht. Hey, das ist Mara. Was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Mach nicht so einen Wind. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Glaubst du, ja? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, einen Moment noch. Liegt nur Crap. Aber Hauptsache ich kann kochen. Fusel. Fleisch. So. Ja, hier ist offensichtlich niemand mehr. Außer diese Kiste. Die wir jetzt auf der Stelle aufmachen. Was haben wir denn da? Schmerzhitter, Gold, magische Kristalle, Stärke. So. Naja. Besser ist der obligatorische Stammschell. Zwar nicht viel, aber immerhin besser. Hey, wer bist du? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Ei. Okay. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten.
greifen schutzlose Bauern an. Tja. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Ja, so eine Scheiße passiert halt mal. Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Na ja, dann. Ich sehe mich mal nach Eona um. Gut, aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Irgendeine Ahnung, wohin Eona geflohen sein könnte? Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis. Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Im Norden ein alter Steinkreis. Na gut. Schauen wir da mal hin. Hallo? Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Nein. Nein, eher ein Segel und Planken unter den Füßen. Ah, verstehe. Süßwassermatrose. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! Brauchst du Hilfe? Richtig. Jemand muss sich zu den Toten durchschlagen und mir ihre persönliche Habe bringen. Du willst, dass ihre Leichen geplündert werden? Ja, verdammt! So verlangt es der Ritus der Dämonenjäger. Diese Gegenstände werden Einzug in unsere Hallen finden, sodass man sich an ihr Opfer erinnern wird. Ah, okay. Wo finde ich deine Gefährten? Geh nach Norden, bis du auf eine eingestürzte Totenkopfhöhle triffst. Dort wirst du sie finden, immer dem Geruch nach. Okay. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Gut, und egal, was ich dir in den Weg stellen mag, zeig kein Mitleid. Ich mach mir mal ein paar Gedanken, wo wir ihre Körper begraben. Können sie ja nicht einfach so verrotten lassen. Alles in Ordnung bei dir? Wenn deine Freunde und Gefährten neben dir in der Schlacht fallen, dann ist dir nicht zum Feiern zumute. Von welcher Schlacht sprichst du? Nun, der Oberste unseres Ordens befahl uns, diese Gegend von den Schatten zu säubern. Wie sich herausstellte, war die ganze Aktion das reinste Selbstmordkommando. Aber immerhin gelang es uns, das Kristallportal zu schließen. Das Kristallportal ist geschlossen? Klingt doch gut. Ach ja? Der Anführer der Dämonenbrut ist entkommen und 5 meiner Gefährten liegen im Dreck und dienen als Futter für die Bestien. Nein, wir haben versagt. Wir haben unseren Vorvätern Schande bereitet. Ach, jetzt so oder nicht. Selbstmordkommando. Hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Es ist ein grausamer und gnadenloser Krieg, aber wir werden ihn gewinnen. Die Pläne unseres Druiden Eldrick mögen ihre Opfer fordern, aber sie sind es wert. Der steht offensichtlich treu zu ihm. Come on.
Ja, ist okay. Schrei nur rum. Hey, Kristalle. Gleich mal abgebaut. Fünfmal magische Kristall. Warum denn nicht? So, Schergen. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ein Vieh weniger. Ja, jetzt glaube ich auch schon langsam, dass das wehtut, wenn ich mit dem Ding aufgespießt werde. Jetzt ist das Ding ja auch schon richtig fett. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze! Ein Steinkreis. Hier wurden früher bestimmt Jungfrauen geopfert. Also pass besser auf dich auf. Ja, toll, Spinne. Echt? Schlagst daneben. Genieren solltest dich. Jo. Wein und Gold. Eisenerz. Und das ist ein Jadestein. Vorstein. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Juhu, noch mehr Spinnen. Ich hasse Insekten. Ja, damit bist du nicht allein. So, er hat ihre Spuren zu einem Steinkreis im Norden verfolgt. Wir sind im Norden. Diesen Steinkreis. Oh! Mütze. Ah, die haben hier gepennt. Ja, dummes, gute Opferfleisch. Jetzt buddel dich nicht jetzt mal auf, das Fleisch kann man ja noch nehmen. Ist ja noch nicht schlecht, das Fleisch. Da drin steht ein Höllenhund. Oh, jetzt ja. Schlage ich ein paar Schädel ein. Erledigt. So. So viel zu dir. Das Gürteltier lassen wir noch mal. Boah, war das geil! Das war richtig gut in Szene gesetzt. Anschleichen, töten.
fällig. So. Ja, da ist sie ja. Bleib mir ja vom Leib. Ich warne dich. Bleib cool. Keine Angst, ich tu dir nichts. Du bist keiner von diesen Dingern? Nein. Schau ich so und aus? Und du willst mich auch nicht umbringen? Nein. Oh, gut. Kannst du mich hier wegbringen? Klar. Ich bring dich in Sicherheit. Tausendfachen Dank. Meinst du, wir schaffen es bis zur Taverne? Keine Sorge. Kümmer du dich nur darum, dass deine Beine nicht einschlafen. Weiberheld! Bis zur Taverne soll ich die jetzt bringen. Na gut. Von mir aus bringe ich dich eben zur Taverne. An diesem Ort haben Semion und ich früher viele schöne Stunden verbracht. Jetzt ist er tot. Und ich werde nie wieder... Ach, Semion. Jetzt zuder nicht. Mach dir keinen Kopf. Gibt noch genug Kerle da draußen. Ach, du verstehst das nicht. Es ist einfach dieser Ort, die Erinnerungen, einfach alles. Und jetzt erinnere ich mich nur noch an die schlimmen Dinge. Lass uns weitergehen. Ja. Und jetzt hör auf zum Sudern. Sonst lasse ich dich gleich da. Hier lang, glaube ich. Da gehe ich nicht hin. Okay. Bin wieder da. Nein, hier lang. Das war's. Genau. Ja, genau. Das war's. So. Jetzt hier runter. Zeig's ihm! Das tat weh! Das würde ich auch hoffen. So. Jetzt irgendwie da so... Wo ist denn die Kacktaverne eigentlich? Die Karte. Ah, das ist da hinten. Okay. Alles klärchen. So, da jetzt den Weg wieder runter. Ist eh noch da? Ja. Hühnerfleisch. Das ist eine Pflanze. Der Geruch von geschlachtetem Vieh ist in der Luft. Dann ist es nicht mehr weit. Wenn es was zu feiern gab, haben wir beim Schlachthof immer unsere Wurst bekommen. Jetzt gibt es nur noch eine Feier. Eine Trauerfeier. So viel Sudern. Schau, da sind wir schon. Ohne dich hätte ich es niemals bis hierhin geschafft. Ach was, jetzt ruh dich erstmal aus. Danke dir, Fremder. Bitte berichte dem Dämonenjäger Fenn, dass es mir nun gut geht. Er war immer ein treuer Freund unseres Hofes. Er soll sich keine Sorgen machen müssen. Toll, jetzt darf ich wieder zurück rauf. Ach Gott. Ist das nicht die, die ich vorher gerettet habe? Danke, dass du mich befreit. Ja, genau. Du siehst, gehen wir jetzt auf Nachtpatrouille, es ist Nacht. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schau, folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. So, hey, warte mal kurz. Ich glaube, wir haben wieder mal eine gute Zeit erreicht. Ich werde hier wieder mal die Folge beenden. Aber wir machen postwendend weiter. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Pfiat euch!